I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 shoo, sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 shoo, sugar town. Vlog, Dennis kommt gerade wieder nach Hause. Wie aufregend, ich bin noch gar nicht fertig. Ich wollte euch noch so viel erzählen, bevor der kommt, aber da steht er schon im Auto. Nice, du wusstest ja nicht, dass du schon jetzt kommst. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Was wolltest du denn? Hi. Ich wollte dich überraschen. Ja, das ist eine Überraschung. Bin ich noch nicht richtig geschminkt für dich. Oh, Schmatzi, das war nicht schlimm. Hab ich angemacht, wollte ich heute nämlich vloggen, wie du heimkommst. Ja, und jetzt hast du es verpasst. Da ist er wieder. Ja, ich habe jetzt schnell versucht, noch den Einstieg zu finden, schnell. Er ist wieder da. Ich wollte den Leuten nämlich noch was anderes erzählen. Aber das kann ich dir ja dann in einem zeigen. Ich habe dir was gemacht. Oh. Das hast du dir gewünscht letztens, gell? Kalter Hund. Ja, hast du das echt jetzt hingekriegt? Ja, das habe ich gemacht. Cool. Mit Keksen. mit Butter, ja, richtig, also mit Keksen und ja, richtig weiß ich nicht, ob es richtig ist. Aber, ja, probieren wir gleich mal. Ja. Ne? Ich habe schon ein Brötchen gemacht für morgen. Ich habe dir auch schon was gemacht für morgen. Semmel. Semmel. Also für die, die es nicht wissen, müssen wir sagen, wo du warst noch. Dennis war in Bayern unten, Snowboard fahren in Berchtesgaden. Habe ich allen erzählt, gestern auch bei der Elke und so habe ich erzählt gehabt, dass du am ersten Tag gab es Ravioli und am zweiten Tag gab es zur Abwechslung dann mal Nudeln. Und die Reste Ravioli haben wir einfach... Und der Günther hat gesagt, und die Soße von den Nudeln ist bestimmt die Restsoße von den Ravioli. Ja, ja. Haben wir auch reingemacht. Die Reste von der Ravioli. Nee, wirklich? Ja. Das war ein Scherz. Geil. Die Reste von der Ravioli, die Soße haben wir dann für die Nudeln. Für die Nudelsoße. Aber nicht nur, wir haben auch neue Soße gekauft. Der sieht hübsch aus, gell? Ja. Aber ich habe kein schöneres Tablett als so ein blödes Brettchen. Hast du da Rum reingemacht oder was? Nee. Ah, da gehört Rum rein, gell? Ja, weil der immer noch. Ehrlich gesagt hat. Der sieht doch gut aus. Ja, ey. Cool. Oder, schick. Schön geschichtet, ja. Die Schokolade schmeckt sehr gut. Oh, krass. Es sind Vollkornkekse. Richtig gesund, das Ganze. Wir blenden mal welche ein. Wir blenden jetzt mal ein paar Bilder ein von Dennis. Urlaub, Skiurlaub, Snowboardurlaub in Berchtesgaden. Okay, das machen wir. Das geht. Jetzt. Jetzt. Live? Machen wir andersrum. Okay, Leute. Wir haben jetzt was ganz Modernes, was jetzt alle immer sagen bei YouTube ist, wir haben Date Night. Weißt du, man geht nicht einfach mal was essen. Also ehrlich gesagt gehen wir einfach Pizza. Hier ist voll warm eigentlich, oder? Nein, wir haben Date Night. Weil heute geht man nicht einfach mit dem Partner eine Pizza essen. Heute macht man eine Date Night. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family and all the blood that I would bleed. I don't know where I belong, and I don't know where I went wrong, but I can write. Es ist gar nicht so kalt, gell? Nee, finde ich auch nicht. War sehr lecker. Ja. Vielen Dank. Unheimlich lecker. Und
Pizza hat sehr gut geschmeckt. Ja, gut. Ach ja, ich kann das ja mal verlinken hier. Hier hatten wir nämlich schon Weihnachtsfeier gehabt in der Pizzeria vor ein paar Wochen. Damals hieß die auch noch anders. Ist derselbe Besitzer, aber die haben den Namen geändert einfach mal. Barilla hieß vorher, ja. Aber das habe ich ja auch in meinem YouTube-Channel den Namen geändert, gell? Also so ungewöhnlich ist das ja alles gar nicht. Nee. Gutes Licht hier. Blick. Man wollte was erzählen. Vor mir hier steht meine Cousine und hier sitzt der Papa. Und wir sind Bonbons am Lutschen. Und wir sind Bonbons am Lutschen. Glühwein-Bonbons. Glühwein-Bonbons, die Reste von Weihnachten. Warum ist unsere Aussprache nicht so klar? Nee, genau. Aber wir haben nichts getrunken, oder? Wir fahren. Ich bin 13. Hast du eigentlich gestern gesehen, dass ich bei Instagram live war? Ja. Hast du es geguckt? Ich konnte nicht. Ah. Mag ich nämlich jetzt manchmal. Könnt ihr mal bei Instagram bist du die heißen. Kamerakind Julia. Könnt ihr mal, verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Mein Name. Und jetzt fahren wir in den Karnevalsladen. In Wittlich. In Wittlich. Papa mag gar kein McDonald's. Papa, wie ist das mit McDonald's und dir eigentlich? Ja, Was isst du jetzt? Eine Hassliebe. Eine Hassliebe. Aber ist cool. Ja, meine Cousine findet es natürlich cool, ne? Mit 13 ist einem das egal. Ja. Und der Papa, erzähl mal deine Story hier. Ich will nicht erzählen, ich will nicht wissen, was da drin ist. Also. Nee, dann geh. Hinter uns sind Autos. Musst du nicht wissen, was drin ist. Doch, der will ja rein. Mögen tust du es schon, oder? Nein. Er mag ich weiß es aber. Also wenn ich mal dran bin, schmeckt es dann auch. Dann schmeckt es, gell? Ja, schmecken tut es ja schon. Aber freiwillig hier hinfahren, alleine würde ich nicht. Nee, alleine würde ich auch nicht. Doch für einen Kaffee. Für einen Kaffee? Ja. Ja, ich habe mal so eine Apfeltasche gegessen, habe schon prob die Zunge verbrannt. Von diesen natürlichen auch schon nicht. Diese voll. Eine Apfeltasche ist aber auch ungesund hier. Ich wusste mal, ja. Ja, so ein bisschen Äpfel, ja, geil. So ein bisschen Äpfel. Vitamine mal für zwischendurch. Einfach, ja, schön mal eine Apfeltasche. Man stellt sich das so vor. Und dann, ja. Ja. Schön. Okay. Ich möchte das nochmal protokollieren. Okay. Das ist mein Papa. Ja. Und das ist McDonald's-Tablett. Oh, du bist gemein. Nee, nur mal fürs Protokoll. Ja, ja, ist schon klar. Du musst das mit dem Gesicht drauf haben, weil sonst kann es dir sein, dass es gefaked ist. So, das glaubt sonst kein Mensch, gell? Kein Mensch. Der Papa hat früher bei McDonald's, waren wir als Kinder auch mal. Meine Mutter fand es nicht so schlimm, glaube ich. Wobei sie auch nicht oft hingeht, aber sie fand es jetzt nicht so schlimm. Ja. Und mein Papa hat immer einen Salat gegessen. Du hast so immer einen Salat gegessen. Guck mal, jetzt sind wir schon bei Cheeseburger gelandet. Ja, ich steige mich. Und er hat ein Wasser dazu getrunken. Heute gibt es schon Cola. Okay. Ja, danke. Also, das ist ja schon cool. Es wird immer besser hier. Ich fühle mich etwas vorgeführt. Ach so, oh, Entschuldigung. Man muss dazu sagen, dass ich auch nicht oft zu McDonald's gehe. Okay. Also ich esse jetzt einmal ganz gerne heute. Ich war das letzte Mal mit dir und ja? War glaube ich auch das letzte Mal, als ich war. Ja. Ja, das ist schon länger her. Das war letztes Jahr irgendwann, ja, oder? Oh Gott, wenn das meine Freunde jetzt sehen, dann denken die, die waren doch letztes mit uns, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir waren. So Leute, wir sind jetzt vor dem Einkaufszentrum im Klobus. Wir müssen einkaufen, weil morgen. Morgen ist der große Geburtstag von meiner Freundin. Die gratulieren ihr mal in den Kommentaren zum Geburtstag. Sie hat nämlich morgen Geburtstag. Und wir machen eine Überraschung für sie. Und zwar gehen wir brunchen zusammen. Das wird cool. Und jetzt müssen wir Luftballons besorgen. Das kommt mir so voll, als dürfte ich das nicht erzählen jetzt, weil es ja eine Überraschung ist. Aber das Video kommt ja danach online.
Wir brauchen Luftballons, Blumen, Kerzen und wir wollen noch Muffins backen gleich schnell. Genau, und dafür gehen wir jetzt noch schnell einkaufen. Ja. Ich freue mich riesig. Also ich freue mich auf so Überraschungen, ist immer cool. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the... Da sieht man ja kaum drauf. Warum? Ach du Scheiße, bist du dunkel. Dunkel? Ja, musst du so rumstellen, ja. Guten Morgen. Es ist 8:30 und wir sind bereit für die riesen Überraschung heute. Das Körbchen ist gepackt. Blumen. Süßigkeitenketten. Krönchen, Deko. Geburtstagskerzen. Ja. Und damit geht es jetzt ab ins Bitburger Wirtshaus, ins Restaurant. Und da schmilzt wieder, oder? Ja, ich kann es auch holen. Ja, ist gut. Und dann dekorieren wir schnell, weil kurz nach 9 kommt das Geburtstagskind. Yippie. Yippie. Magst du das Körbchen mal holen? Ach. Ich wollte noch was von gestern Abend erzählen. Und zwar hat Dennis gesagt, während wir einkaufen waren: Schatzi, du kannst ja dann ein bisschen Teig mehr machen. Und ich habe gesagt, wozu? Ja, dann kann ich den noch naschen und aus der Schüssel auslecken und dann kann ich mir selber noch Törtchen machen, hat er gesagt. Und dann musste Dennis seine Törtchen auch noch dekorieren mit der Schokolade. Und als er das gemacht hat, lag ich nämlich schon im Bett, habe mich dann irgendwann ins Bett verkrochen. Er wollte unbedingt noch seine Törtchen mit Schokolade einstreichen und irgendwann höre ich nur was klirren und Scheiße, Mist. Und da hat er die Blume mit dem Glas und dem Wasser umgeschmissen. Die stand auf dem Boden. Die habe ich extra in die Ecke gestellt. Aber ich habe mir schon gedacht, das ist scheiße. Das fällt runter. Ja. So eine Scheiße, hast du geschimpft. Das stand auch mal geschrieben. Jetzt sagt Dennis gerade im Gehen hier rüber, hoffentlich sieht die nicht, dass unser Auto da steht. Jetzt habe ich Dennis nochmal geschickt zurück. Wir sollen das Auto auf der obersten Etage parken. Weil die parken nämlich eigentlich auch immer da, wo wir jetzt auch stehen. Weil man da direkt durch die Galerie durchgehen kann, also durch die Galerie und dann hier auf die Straße, in die Stadt und dann direkt hier ins Wirtshaus kann. Jetzt muss Dennis nochmal umparken. Hier ein bisschen was. Hier gibt es so eine kleine Süßigkeitenkette. Da ja jetzt Karnevalszeit ist, habe ich ein Krönchen geholt fürs Geburtstagskind. Und ja, Erholpause, kleine hier. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Und Törtchen habe ich gebacken. Die Männer mit blauer Kerze und bunten Streuseln. Und wir Mädchen mit rosaner Kerze und rosanen Streusel. Wie sich das gehört. Außerdem sind die Servietten sehr schön. Guck mal, die habe ich reduziert im Depot noch gekauft. Fand es sehr hübsch. Genau. War auch sehr nett hier gewesen, direkt die Frau. Hab direkt ein Bitburger Glas ist das gekriegt, aber für die Blumen direkt war sehr nett. Und genau, jetzt brauche ich noch Sektgläser.
soll ich mal fragen gehen? Ich will die nicht überfordern, eigentlich, also überfordern, aber eigentlich haben die noch nicht auf und ich bin ja schon froh, dass sie jetzt so zuvorkommend war und ich hier schon dekorieren konnte. Eigentlich machen die nämlich erst um 9 Uhr auf und jetzt ist 20 vor. Also es ist schon sehr nett und ich war auch froh, dass die offen hatten hier schon. Sonst wäre das echt eine krumme, schnelle Tour hier geworden. Bum, 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 bum. Jetzt bin ich auf jeden Fall immer nervös. Schatz, mal schnell hier an. Der muss die Blümchen tragen, Dennis den Korb mit dem restlichen Kram. War spitzenmäßig. Hey, was ist hier drin? Juli, was? Ah, das können wir mal zeigen hier. Zeig ja mal. Die sind nämlich gefüllt mit Kinderschokolade. Mhm. Geil, oder? Ich kann ja mehr. Okay. Hast du dich gefreut, Juli? Mhm. Das ist das Gegenstück von der Julia. Jetzt geht's. Die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Gelungen, ich glaube auch. Doch. Sagen wir, gell? Okay, ist auch witzig, das sagen wir. Sehr schön heute. Ja, jetzt sind sie hinter uns. Ja? Ja. Sind sie jetzt wirklich hinter uns? Ich sehe das nicht. Nicht, dass sie das nicht sind und die denken, was für Idioten das sind. Hier hängt was. Hier hängt eine Spinne davor. Von innen. Ja. Oh, oder? Ja. Sie ist von innen. Jetzt denken die Schmeiß mit Taschentüchern. Hier hängt eine Spinne. Hast du die jetzt rausgeholt? Ja, da war die Spinne, da habt ihr den Taschentuch. Jetzt denken die Schmeiß mit Taschentüchern. Oh, Schatzi. Was denn? Fahr nicht so dicht auf. Ja, wieso denn? Warum denn überhaupt? Ja, ich bin doch ganz normal gefahren. Aber doch nicht so dicht im Auffahren. Das ist doch nicht dicht. Geh mal raus, gucken, wie viele Meter da noch Platz sind. Da ist bestimmt noch 1,5 Meter Platz. Aber nur so ein Stück noch. Das Frühstück war sehr lecker, gell? Ja, können wir das mal auf die Kamera noch sagen? Frühstück war sehr gut. Super lecker. Hat knapp 8 Euro gekostet und war auch plus Buffet. Ja, plus noch Getränke. Empfehlenswert auf jeden Fall. Ja, auch in der Woche, gell? Mhm. Gut. Das ist so witzig, wenn du zuguckst, kommt einem das so komisch vor, wenn man dann redet. Heute Abend kommt übrigens von Let's Dance. Let's Dance, 10. Staffel, gell? Und dass die Sylvie Meister schon seit 7 Jahren macht, gell? Hallo, wir befinden uns hier im Kosmetikstudio und zwar haben wir hier meiner Freundin eine Kosmetikbehandlung geschenkt zum Geburtstag. Darf der Geburtstag eigentlich gezeigt werden? Ich habe jetzt eine ganz schöne Aufnahme, kann ich dir gleich mal zeigen. Aber nicht die, wo du Bilder gemacht hast, wo ich den Muffin esse. Die nicht. Ich zeig dir gleich mal das Video, das ist echt schön. Und genau, wir warten jetzt noch. Sie hat eine Behandlung und ich komme erst in 2 Wochen dran. Gell? Wie gemein, geil. Guckt euch meine Augenbrauen an. Und damit beende ich das Video jetzt einfach mal. Und
gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt und einen Kommentar und was denn noch? Abonniert. Genau, abonniert meinen Channel, gebt einen Kommentar in die Kommentarbox und abonniert meinen Channel. Bis zum nächsten Mal.